MySQL ist ein Open-Source-Datenverwaltungssystem und die Grundlage für dynamische Webseiten, also Blogs, Bildergalerien oder Online-Shops. Für die Nutzung von WordPress ist beispielsweise eine MySQL-Datenbank Grundvoraussetzung. Hier werden eure Artikel, User-Kommentare oder Medien verwaltet. Um eine Datenbank bei Checkdomain anzulegen, loggt euch zuerst in eurem Kundenbereich ein. Wählt links den Menüpunkt Webhosting aus. In der Übersicht eures Webhosting-Paketes findet ihr die Auswahlmöglichkeiten Datenbanken und neue Datenbank. Schauen wir uns zuerst einmal an, wie ihr eine neue Datenbank einrichtet. Im oberen Textfeld könnt ihr eine Beschreibung zur Datenbank angeben, beispielsweise euren Domainnamen und wofür diese genutzt wird. So behaltet ihr den Überblick, wenn später einmal mehrere Datenbanken für verschiedene Zwecke oder Domains vorhanden sind. Unter Benutzerdaten gebt ihr ein Passwort für eure Datenbank ein. Anschließend wählt ihr noch aus, ob ihr die Zugangsdaten per E-Mail erhalten wollt und ob das Passwort in der E-Mail ebenfalls aufgeführt werden soll. Zum Einrichten bestätigt ihr eure Angaben mit Speichern. Habt ihr bereits Datenbanken angelegt, könnt ihr diese auch im Nachhinein verwalten. Kehrt dafür in eure Übersicht zurück. Hier könnt ihr Datenbanken löschen oder neue Passwörter vergeben. Solltet ihr das Passwort einer Datenbank ändern, die zu einer aktiv genutzten Website gehört, müsst ihr dieses auch unbedingt in der Konfigurationsdatei eures Content-Management-Systems oder des Online-Shops hinterlegen. Zur Nutzung der Datenbanken wird PHP MyAdmin verwendet. Dieses erreicht ihr, indem ihr in der Übersicht bei der jeweiligen Datenbank auf den Pfeil nach unten klickt und dort PHP MyAdmin auswählt. Loggt euch in der Maske mit eurem MySQL-Benutzernamen und dem dazugehörigen Passwort ein. In unserem Beispiel zeigen wir euch, wie ihr eure WordPress-Seite von einer Subdomain auf eure Hauptdomain umzieht. Wählt dafür im ersten Schritt in der linken Leiste die zu bearbeitende Datenbank aus. Auf der rechten Seite werden nun die einzelnen Tabellen der Datenbank angezeigt. Wählt die Tabelle WP Options, in unserem Fall CD Tutorials Options, und passt die Einträge bei Site-URL und Home an. Je nachdem, welches Theme oder welche Plugins ihr nutzt, sind noch weitere Änderungen notwendig. In der Tabelle CD Tutorial Post könnt ihr beispielsweise auch alle URLs auf einmal anpassen. Geht dafür auf die Suche und anschließend auf Suchen und Ersetzen. Gebt in der linken Spalte die bisherige URL und in der rechten Spalte die URL ein, mit der diese ersetzt werden soll. Wählt nun noch aus, in welcher Tabellenspalte der Vorgang ausgeführt werden soll. Ist die Vorschau korrekt, klickt auf Ersetzen, um den Befehl auszuführen. Grundsätzlich sollten direkte Änderungen in der Datenbank nur dann vorgenommen werden, wenn diese zwingend erforderlich sind. Ansonsten kann es zu Fehlern oder zu einem Komplettausfall eurer Website führen.